willkommen unter dem Schirm des Höchsten. Was haben wir heute vor? Cosa abbiamo oggi? Eigentlich, ich hatte was geplant. Normalmente avevo già pianificato qualcosa. Hat nicht geklappt, wie design soll. Ma non ha funzionato. Aber ist auch gut. Ma è anche buono. Mit der Zeit wird klappen, das weiß ich. Perché comunque accadrà qualcosa. Eine bestimmte Zeit wird klappen. E il tempo che verrà sarà buono. Wir werden vor Remscheid beten. Adesso pregheremo per Remscheid. Wir sagen, Vater, übernimm Remscheid. Die ganze Stadtteil übernimmt Remscheid, Alten Remscheid, Süden Remscheid, Lenne Remscheid, Lundschenhausen. Wir beten, nimm die ganze Deutschland, wir beten, nimm die ganze Europa. Lass uns aus diesem Stadtteil Europa erreichen, Deutschland erreichen, ganze Welt erreichen von diesem Ort. Wir werden die ganze Welt erreichen durch dein Power, durch dein Macht. Name Jesus Christus. Tu, was du tun kannst, Jesus Christus. Danke, Vater. Name Jesus Christus. Amen. Amen. So, unser Jahres was? Losung. Das Jahr der Ehrlichkeit Gottes über sein Volk. The year of God's glory upon his what? People of English. Le anno della gloria di Dio su suo popolo. Halleluja. So, wir haben ein Thema heute. Abbiamo oggi un tema. Und das Thema bedeutet die Langlebigkeit der Familie genießen. E il titolo di questo tema è goditi la longevità della tua famiglia. Jeder von uns, wir wünschen uns das. Ognuno di noi desideriamo ciò. Wir wünschen eine wirklich eine saubere Familie haben. Desideriamo una famiglia pulita. Eine erfolgreiche Familie haben. Una famiglia che porterà la generazione. Eine Familie mit viel von Erfolg. È una famiglia piena di persone, di popolo. Vater, wir werden heute Gottesdienst namens des Vaters, des Sohnes beten namens Jesus Christus. Amen. Amen. Ein Mann hat mich was gesagt. Un uomo mi ha chiesto. Und des Mann nicht durch physisch? Non fisicamente. Durch sein Buch. Ma attraverso un libro. Wer von uns kennt das Automobil Ford? Automobil. Chi conosce la Ford? Harrison Ford. Er ist der Gründer Ford Automobil. Lui è il fondatore dell'automobilistica Ford. Er hat 50 Jahre Hochzeit mit seiner Frau gefeiert vor den Menschen, vor den Mitarbeitern. Lui ha festeggiato i 50 anni di matrimonio con sua moglie. Und die Menschen da hat gefragt. E le persone gli hanno chiesto. Was ist dein Geheimnis? Qual è il tuo segreto? Er ist noch glücklich wie gestern. Voi siete così felici come ieri. Hat ihr nicht Streit gehabt? Non avete litigato? Hat ihr nicht Geldproblem gehabt? Non avete avuto problemi di soldi? Hat ihr nicht gewisse Schmerzen, gewisse Problem gehabt? O non avete avuto altro tipo di problema? Ich habe gesagt, ja, wir haben immer Probleme. E questo uomo ha detto sì, abbiamo avuto questi problemi. Aber meine Entscheidung ist. Ma la mia decisione è. Ich bleibe mit derselben Person. Che io rimango con la stessa persona. Weil diese selbe Person ist für mich wichtig. Perché questa stessa persona è per me importante. Wie er gesagt, ich bleibe auf demselben Modell. Chi ha detto io rimango con lo stesso modello? Weil das ist süß, das ist besser. Questo è buono. Weil ich verstehe die Modell und die Modell versteht mich. Perché io capisco il modello e il modello capisce me. Das hat er gesagt. Questo ha detto. Nach 50 Jahren Hochzeit. Dopo 50 anni di matrimonio. Nicht kennenlernen. Non di conoscenza. Aber weißt du, wir sagen, ich heirate diese Frau vielleicht nach Beziehung 5 Jahre, 3 Jahre, kommt darauf an. Aber er hat das gesagt nach 50 Jahren Hochzeit. Magari tu puoi dire dopo alcuni anni di relazione, ma lui ha detto appunto dopo 50 anni di matrimonio. Das hat er gemacht. Questo ha fatto lui. Er war nicht, weißt du, sagen, ich bin nicht zufrieden mehr mit meiner Frau. Lui non ha detto, sai, io non sono più felice con mia moglie. Er war täglich zufrieden mit seiner Frau. Ma lui è stato giornalmente felice con sua moglie. Ich bin hier heute die Ehe zu fissen. Io sono oggi matrimonio. Sono qua per spiegarvi il matrimonio. Wir sind hier matrimonio zu fissen, fissare. Sì, sono qui per farvi capire appieno il matrimonio. Ich bin hier heute, damit wir zusammen verstehen, wie kann ich meine Ehe schützen. Oggi sono qui per spiegarvi come possiamo proteggere il matrimonio. Wie kann ich meine Ehe schützen von der Teufel? Come posso proteggere il mio matrimonio dal diavolo? Wie kann ich wirklich meine Familie bauen durch Gott? Come posso costruire la mia famiglia attraverso con Dio? Es ist einfach andere Ehe zu gucken.
È facile guardare altri matrimoni e immaginarsi. For all Thailand, giudicare. Aber es ist sehr schwer, Lösungen zu bringen. Ed è molto più difficile trovare delle soluzioni. Ich möchte, dass wir heute Io desidero che oggi alles langsam machen. Facciamo tutto lentamente. Denk erstmal in deine Familie. Pensa alla tua famiglia. Was ist nicht in Ordnung in meiner Familie? Cosa c'è di in disordine nella mia famiglia? Frau zufrieden mit mir? È mia moglie felice con me? Ist mein Mann zufrieden mit mir? È mio marito felice con me? Bin ich wirklich so hart auf meine Frau? Sono così difficile con mia moglie? Bin ich so schwer zu verstanden, wenn ich meine Frau rede? Sono così pesante da farmi comprendere con mia moglie? Die Vergebung in meinem Herz? C'è cambiamento nel mio cuore? Die Vergebung in mein Herz? C'è perdono nel mio cuore? Gib Hoffnung in mein Herz? C'è speranza nel mio cuore? Wenn ich meine Frau sehe, was sehe ich in ihr? Quando io guardo mia moglie, cosa vedo? Wenn ich meinen Mann gucke, was kommt in mir? Quando io guardo mio marito, cosa sento in me? Cosa vedo in me? Schmetterling im Bauch? Ci sono ancora le farfalle nello stomaco? Gib noch das Gefühl, oh, meine Frau, du bist meine alles? C'è ancora questa sensazione, oh, tu, mia moglie, sei tutto per me? Frag dich erstmal. Domandati. Es ist wirklich einfach, alles über Liebe zu reden. È facile parlare sull'amore. Aber Liebe zu verstehen ist nicht einfach. Ma capire l'amore non è facile. Ich möchte, dass wir heute unsere Familie gucken. Io desidero che oggi guardiamo alla nostra famiglia. Vielleicht du hast keine Frau. Forse non avrai una moglie. Vielleicht du hast keinen Mann. Forse non avrai un marito. Aber du hast dich. Ma hai te stesso. Du kannst dich trainieren. E tu ti puoi allenare. Wenn du keine hast jetzt. Perché se tu non hai adesso. Wie kann ich wirklich meine Familie von langer Dauer genießen? Come posso godermi la mia famiglia a lungo? Wir werden weiter gucken. E oggi guarderemo. Lass uns erstmal unsere Bibel öffnen, wenn ihr das schafft, das wäre gut, um Bibel aufzuschlagen. Jakobus. Giacomo. Kapitel 5, Vers 13. 5, 13. Die Bibel hat da gesagt, kann ich lesen? Amen. Okay. Leidet jemand unter euch, vielleicht in der Ehe, du leidest da. Vielleicht in deiner Ehe, es gibt Probleme. Forse nel tuo matrimonio ci sono dei problemi. Leidet jemand unter euch, dann soll beten. Das ist Gebet, du musst beten. Questa è una preghiera. Wenn etwas nicht passt, statt zu reden darüber, bete einfach mit deinem Vater. Se c'è qualcosa che non va, prega con tuo padre. Nicht nur über das Problem reden und keine Lösung denken. Non parlare solo dei problemi senza pensare alle soluzioni. Beten, wenn es dir nicht gut geht. Prega quando non stai bene. Und die Bibel hat gemacht, hat einer Grund zur Freude, dann soll Gott Loblieder singen. Alles ist jetzt gut für dich. Adesso per te è tutto buono. Denn strahlt. E il tuo matrimonio si illumina, è illuminato. Denn hat alles. Il tuo matrimonio ha tutto. Lob der Herr. Ringrazia Dio, loda Lob Dio. Der Herr. Loda Dio. Und bete auch für die Menschen, die das nicht hast. E prega per le persone che non hanno questo. Die Menschen, die das nicht haben. Und wenn wir von dem beten, e quando noi pregheremo per questa dann persona, kann Gott auch die gleiche tun, was in unserem Leben machen. Il Signore può fare ciò anche nella nostra vita. Leidet jemand unter euch? C'è qualcuno che soffre? Dann soll beten. Allora hat deve pregare. Einen Grund zu freuen, dann soll Gottes Loblieder singen. Wir werden erstmal gucken, was ist wirklich eine perfekte Familie. Adesso guarderemo cos'è davvero una famiglia perfetta. Ich habe ein paar Texte zusammengefasst für uns. Là ho scritto qualcosa. Und eine perfekte Familie, was ist das wirklich? Was ist das für dich? Was ist wirklich eine perfekte Familie für mich als Pastor? Was ist das für dich als Bruder, als Schwester? Was ist das für dich? Cos'è per te una perfetta famiglia? Ich kann wirklich einen pauschalen Gedanken hier bringen. Io posso portare i miei pensieri. Was ist für dich eine perfekte Familie? Eltern, Kinder und einen Hund. Genitori, Familie, Figli, Cane. Oder Katze oder Katze? Oh, i gatti. Die glücklich in einem Haus mit Garten leben. Eltern, die nicht geschieden sind. Oder einfach nur eine Gruppe Menschen, die es schafft, Weihnachten gemeinsam zu feiern. Ohne sich gegenseitig an die
Gockel, das ist schreiten zu gehen, ohne zu schreiten, ohne Problem zu haben. Egal wie du für dich definierst, wahrscheinlich wird dein Idealbild von Familie sich nicht immer mit Realität decken. Erstmal, ich habe was gelesen. Io ho letto qualcosa. Ihr könnt das fotografieren und nach Hause gehen und übersetzen für euch machen, weil ihr das nicht ganz verstanden. Potete fotografarlo e per poi fare la traduzione. Eine perfette Familie. Una famiglia perfetta. Eltern. Genitori. Kinder. Figli. Ein Hund. Un cane. Vielleicht zwei Hunde. Oh, due cani. Vielleicht drei. Das ist nicht perfekte Familie. Questo non è essere una famiglia perfetta. Oder die glücklich sind, die hat nur ein Haus, einen schönen Garten auch. O che la felicità sia avere una casa con il giardino. In Sommer die kann immer grillen. In Sommer die kann che immer grillen. Che poi sembra grigliare in estate. In Weihnachten, wenn alles kalt ist, die kann zusammen essen. O che potete a Natale mangiare tutti insieme. Familia besteht nicht aus Essen. La famiglia non si ferma, non si conferma con il cibo. Essen ist nicht alles, um Familie zusammen zu halten. Il cibo non è tutto per trattenere la famiglia. Wir müssen geistlich sein, Familie zusammen zu halten. Dobbiamo anche trattenerci spiritualmente. Weil Familie ist Gottes Plan. Perché la famiglia è un piano di Dio. Gott hat uns, du weißt, ich bin so glücklich, was Julia heute gelesen hat. Ein Mann muss Vater und Mutter verlassen und zu der Frau ein sein. Oggi sono stato felice quando Giulia ha letto questo verso, quando un uomo deve lasciare madre e padre per unirsi alla propria moglie. Hast du deinen Vater gelassen? Hai lasciato tuo padre? Deine Mutter gelassen? Tua madre? Wenn nicht. Se non l'hai fatto. Mach das heute. Fallo oggi. Ehe ist nicht für Babys. E lui non è per bambini. Ehe ist nicht für Babys. Il matrimonio non è per bambini. Es ist für erwachsene Menschen. Ma è per persone adulte. Die bereit sind etwas zu erleben in ihr Leben. Che sono pronti a vivere qualcosa nella loro vita. Bist du bereit? Sei pronto? Deine Ehe wirklich zu genießen. Sei pronto a godere il tuo matrimonio? Bist du bereit? Deine Familie wirklich zu genießen. Sei pronto a goderti la tua famiglia? Du musst geistlich sein. Tu devi essere spirituale. Du musst geistlich sein. Weil geistlich zu sein ist etwas persönlich. Perché essere spirituale è qualcosa di personale. Guck erstmal deine Gedanken, was ist für dich eine perfekte Familie? Guarda i tuoi pensieri e cos'è per te una famiglia perfetta? Ist das eins zu eins, wie ich, was ich hier geschrieben habe? È magari punto per punto ciò che io ho scritto? Wenn das ist deine Gedanken? Sono questi i tuoi pensieri? Dann bist du limitiert. Allora sei limitato. Weil alle Sache da. Perché tutte le cose che sono scritte là physisch. Sono fisiche. Alle Sache die physisch sind. Tutte le cose sono fisiche? Muss sterben. Devono morire. Eltern muss sterben. I genitori muoiono. Kinder muss sterben. I bambini muoiono. Hunden muss sterben. I cani muoiono. Es ist normal. È normale. Aber Gott kann nicht sterben. Ma Dio non può morire. Und Gott möchte, dass er unser Ziel sind, wenn es geht er. E il Signore vuole che noi vediamo il Signore come il nostro focus. Deswegen wir müssen uns fragen. Per questo ci dobbiamo domandare. Verstehe ich schon, was Ehe bedeutet. Capisco già cosa significa matrimonio. Weil wir haben wirklich über unsere Familie, Matthias. Wir reden immer nur über Familie. Perché nel culto della famiglia parliamo sempre solo della famiglia. Weißt du, was Jesus gesagt? Sai cosa ha detto Gesù? Nicht alle Menschen kann heiraten. Non tutti si possono sposare. Leider so. Purtroppo è così. Jesus hat drei Arten von Menschen gerufen. Gesù ha chiamato tre tipi di persone. Eine Person kann heiraten. Una persona che si può sposare. Eine Person kann nicht heiraten. Una persona che non si può sposare. Weil die kann nicht, die schafft das nicht. Perché non riesce. Und die dritte. E la terza persona. Aus persönlicher Gründe, die will nicht heiraten. Che personalmente non si vuole sposare. Manche sind beispielsweise die hat persönliche Entscheidung getroffen sind wie katholische Priester. Coloro che hanno preso questa decisione sono per esempio i preti. Die hat schon Entscheidung getroffen, ich will nicht mehr heiraten, weil ich habe schon mein Dienst zu Jesus nachzufolgen. E hanno preso questa decisione, io non voglio sposarmi perché voglio dedicarmi a Gesù. Aber es gibt auch ein paar Menschen, ma ci sono anche delle persone die hat Leben gesehen, che hanno visto la vita hat gesagt, ich will nicht heiraten. E hanno detto, io non voglio sposarmi. Es gibt auch ein paar Menschen, ci sono anche delle persone die wollen heiraten, che si vogliono sposare. Aber passiert nicht, ma non succede nulla. Weil Gott will dich nicht Stress geben. Perché il Signore non gli vuole dare dello stress. Manche Menschen schaffen nicht. Alcune persone non riescono. Es ist keine Fluch. Non è un...
maledetto. Ah, non è una maledizione. Es ist kein Fluch, wenn du nicht heiratest. Non è una maledizione se tu non ti sposi. Du musst dein Herz gucken, schaffe ich überhaupt Menschen zu leiten. Tu devi guardare il tuo cuore e dire, ma io posso riuscire a guidare una persona? Schaffe ich mein Ich selbst zu leiten? Riesco io a guidarmi? Wenn du nicht schaffst, dich zu leiten, wie kannst du andere Frau leiten? Se tu non riesci a guidarti, come puoi guidare una moglie? Wie kannst du Kinder leiten? O guidare i figli? Nicht ein Mann zu sein, nicht ein Baby zu sein. Essere uomo non significa essere bambino. Wir müssen wachsen. Dobbiamo crescere. Es gibt auch Vergebung. E c'è anche perdono. Der Herr wird uns helfen. E il Signore ci aiuterà. Das in unserer Familie wirklich zu praktizieren. A portare ciò nella nostra famiglia. Der erste Schritt. È il primo passo. Die Leben. So, die Langlebigkeit der Familie zu genießen, der erste Schritt, wenn wir gucken. Il primo passo per godere della longevità della famiglia è geistliche Grundlage legen. Basare delle basi spirituali. Geistliche Grundlage muss gelegt werden. Delle basi spirituali ci devono essere. Wir müssen eine geistliche Grundlage haben. Dobbiamo avere delle basi spirituali. Gott ist ein Geist. Perché Dio è uno spirito. Und die Menschen, die muss ihn dienen, muss in Geist und Wahrheit machen. E le persone che lo servono lo devono fare nella verità e dello spirito. Weil Gott ist ein Geist. Perché Dio è uno spirito. Jede Person, die nach ihm geht, muss durch Geist machen. Perché ogni persona che va deve farlo spiritualmente. Du kannst nicht Instagram gucken und eine Ehe zu führen. Tu non puoi guardare Instagram e guidare il tuo matrimonio. Oder social media gucken und eine Ehe zu machen. E guardare magari dei social e farlo così nel tuo matrimonio. Du kannst nicht die ganze Welt gucken und eine Ehe zu führen. Tu non puoi guidare il mondo e pretende di guidare il tuo matrimonio. Est Mose capitolo 6 vers 8. È in Genesi 6 verso 8. Die Bibel hat gesagt. La Bibbia ha detto. Noah fand Gnade beim Herrn. Solo Noè ha trovato grazia al Signore. Nur Noah. Solo Noè. Was hat passiert mit den anderen Menschen da? Cosa è successo con le altre persone? Was ist los mit den anderen Personen? Eine Familie zu haben ist eine Gnade. Avere una famiglia è una grazia. Eine gesunde Familie zu haben ist eine Gnade. Avere una famiglia in salute è una grazia. Wenn nicht, frag die Menschen, die schon geschieden sind. Se non è così, allora domanda alle persone che sono già separate. Die werden sagen, es ist nicht gut geschieden zu sein. Ti diranno che non è felice. Nur fand Gnade beim Herrn. Nur er. Der andere Mensch konnte das nicht. Ganz gleich, was deine Überzeugung, was du glaubst über Leben, was deine Überzeugung sind, das ist keine Garantie für eine lange Lebensdauer, deine Ehe oder deine Beziehung zu genießen. Ganz gleich. Ganz gleich. Ganz gleich, was deine Überzeugung sind. Ganz gleich, was für Gedanken du hast in deinem Kopf. Ganz gleich, was für Vorstellungen du hast. Das ist keine Garantie für eine lange Dauer deiner Beziehung und Ehe zu genießen. Tutti i due pensieri che hai sulla relazione e sul matrimonio non sono una garanzia per vivere ciò. Es ist nicht Garantie, dass du wirst eine Frau lang genießen. Non è garantito che tu possa godere tua moglie per tanto tempo. Es ist nicht Garantie, dass du wirst einen Mann lang genießen. Non è garantito che tu possa vivere e goderti tuo marito. Weißt du was? Sai cosa? Nichts ist Garantie auf der Erde. Nulla è garantito sulla terra. Nur Jesus ist Garantie. Solo Gesù è garantito. Deswegen ist es besser, auf ihn zu verlassen. Per questo è meglio lasciarsi a lui. Du musst eine Frau lieben. Tu devi amare una donna. Du musst eine Frau lieben. Tu devi amare tua moglie. Du musst deinen Mann lieben. Tu devi amare tuo marito. Aber es ist immer besser, der Herr zu vertrauen. Ma è sempre meglio fidarsi del Signore. Dein Mann kann einen Tag sterben. Perché un giorno tuo marito può anche morire. Deine Frau einen Tag sterben. Tua moglie potrebbe anche morire. Weil Jesus stirbt nicht. Ma Gesù non muore. Er ist immer da. Gesù è sempre là. Ein Mann kann einen Unfall haben. Un uomo ci può anche avere un incidente, avere problemi. Deine Frau kann auch Unfall bauen.
Oppure anche tua moglie potrebbe avere un incidente. Aber Jesus Christus kann nicht Unfall haben. Ma Gesù Cristo non può avere incidenti. Warum können wir ihm nicht vertrauen? Perché no, warum können wir ihm nicht vertrauen? Perché non riusciamo a fidarci di Gesù? Ich höre, was in meinen Ohren ist. Io adesso sto ascoltando qualcosa nelle mie orecchie. Ich werde ein paar Ehe heilen hier. Io oggi guarirò alcune matrimoni. Ich werde ein paar Ehe heilen hier. Guarirò alcuni matrimoni oggi. Lass uns wirklich der Herr sagen, wenn du weißt in deiner Ehe etwas ist nicht in Ordnung. Se tu sai nel tuo cuore che qualcosa non va. Vielleicht in der Ehe wackelt. Che magari il tuo matrimonio vacilla. Du musst vor Gott das bringen. Tu lo devi portare a Dio. Ich komme wieder hier rein. Bau deine Familie nicht mit religiösen Gedanken auf. Non costruire la tua famiglia su pensieri religiosi. Nein. Weil wir sind, Religion ist nicht von Gott. Perché la religione non è da Dio. Religion ist von Menschen. Ma la religione degli uomini. Gott hat uns Spiritualität gegeben. Il Signore ci ha dato la spiritualità. Und da, damit wir mit ihm kommunizieren. E affinché noi possiamo comunicare con lui. Religion ist eine, es ist nicht der Weg. La religione non è la via. Jesus Christus ist der Weg. Ma Gesù Cristo è la via. Jesus Christus hat niemals mit Religion was zu tun. Gesù non ha niente a che fare con la religione. Er hat nicht Religion geduldet. Lui non ha formato la religione. Er hat nicht mit Religion eine Verbindung gehabt. Lui non ha avuto un collegamento con la religione. Warum? Perché? Weil das Sinn von Menschen. Perché questo è l'obiettivo delle persone, degli uomini. Sondern guck mal, er sagt, bau deine Familie nicht mit religiösen Gedanken auf. Non costruire la tua famiglia su pensieri religiosi. Sondern auf der Grundlage deines Glaubens an Gottes Wort und Gnade. Ma sulla base del tuo credo e sulla parola di Dio e sulla grazia. Wir haben erstmal vorhin gesehen. Abbiamo poco fa visto. Nur Noah fand Gnade beim Herrn. Solo Noè ha trovato grazia agli occhi di Dio. Wir können bitte diese Bibelvers aufschreiben. 1. Mose, Kapitel 6, Vers 18 bis 22. Genesi 6, 8. Ich wiederhole nochmal, können wir aufschreiben, später können wir lesen zu Hause. 1. Mose, Kapitel 6, Vers 18 bis 22. Da steht geschrieben, Gott hat die Familie von Noah bewahrt. Gott hat die Familie von Noah geschützt durch die Asche, die er gebaut hat. Deswegen, ich möchte, dass wir wirklich verstehen, dass Religion zu haben, ist nicht, was wir brauchen. Io voglio e desidero oggi che capiamo che avere religione non è ciò di cui abbiamo bisogno. Was wir brauchen ist das Leben Jesus Christus in unserer Familie. Ma quello di cui abbiamo bisogno è Gesù Cristo nella nostra famiglia. Was wir brauchen ist der Lächeln Gottes in unserer Familie. Quello che abbiamo bisogno è il sorriso di Dio nella nostra famiglia. Was wir brauchen ist der Vergebung Gottes in unserer Familie. Quello di cui abbiamo bisogno è il perdono di Dio nella nostra famiglia. Keiner hier ist perfekt. Nessuno qua è perfetto. Aber wir haben ein perfektes Gott. Ma abbiamo un Dio perfetto. Wenn er in uns wohnt. Perché se lui abita in noi, er wird uns perfekt machen, lui ci renderà perfetti, damit wir unsere Frau, unsere Männer lieben können, affinché noi possiamo amare il nostro marito, nostra moglie. Amen. 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 Zweiter Schritt. Il secondo punto. Zu diesem Wort, die Langlebigkeit der Familie genießen, der zweite Schritt. Il secondo punto sulla longevità della vita è. Ich bin nicht hier zu schreien, weil wir müssen lernen, unsere Familie wirklich zu genießen. Io non sono qui oggi per gridare, ma dobbiamo imparare a godere la nostra famiglia. Der zweite Schritt ist, wie gehst du mit Eifersucht um? Il secondo punto è, come sei tu con la tua gelosia? Wenn du deinen Mann siehst mit einer Frau, was denkst du sofort? Se tu vedi tuo marito con un'altra donna, cosa pensi? Wenn du deine Frau mit einem Mann siehst, was siehst du sofort? Se tu vedi tua moglie con un altro uomo, cosa pensi? Wie gehst du mit Eifersucht um? Come sei tu con la tua gelosia? Wie kommst du das mit das klar? Come vivi questa tua gelosia? Wie fängst du an wirklich deine Ehe, deine Familie zu genießen? Come inizi davvero a godere della tua famiglia? Weißt du, Eifersucht ist Emotionssache. Sai, essere gelosi è un'emozione. Ist nicht Frucht von der Heiligen Geist. Non è un frutto dello Spirito Santo. È ein Ereignis.
Ma è un punto. Die von Fleisch kommt. È un frutto sbagliato della carne. Die kommt aus unser Fleisch. Viene dalla nostra carne. Die versucht unsere Emotionen zu steuern. Che cerca di raggirare le nostre emozioni. Die versucht uns eine Lüge zu erzählen. Che cerca di dirci delle bugie. Die sagst du dir. E ti dice. Dein Mann liebt dich nicht mehr. Il tuo marito non ti ama più. Das ist eine Lüge von der Teufel. Questa è una bugia del diavolo. Die sagt dir, deine Frau macht schlecht hinter dir. Che ti dice, guarda, tua moglie fa qualcosa di sbagliato dietro di te. Das ist Emotion. Questa è emozione. Das ist nicht von Gott. Questo non è da Dio. Das ist nicht was Gott möchte, dass wir in unserer Ehe haben. Questo non è ciò che Dio desidera nel nostro matrimonio. Der Herr möchte und wünsche, dass wir alle unsere Ehe genießen. Il Signore vuole che noi desideriamo godere della nostra famiglia. Eifersucht. Gelosia. Hat wirklich Familie kaputt gemacht. Ha rotto tante famiglie. Der Grund von Scheidung. E le motivazioni della separazione. Ist Eifersucht. È la gelosia. Es ist nicht der Teufel. Non è il diavolo. Weil du, wenn du der Teufel nicht was gibst zu arbeiten, er ist arbeitslos. Perché se tu non dai qualcosa su cui lavorare, il diavolo è disoccupato. Wenn du nicht ihm dein Leben gibst zu einfach reinzumischen, der Teufel kann nicht was in dein Leben tun. Se tu non gli dai la possibilità di mischiarsi nella tua vita, lui non può fare nulla contro di te. Guck mal, die Bibel hat gesagt, der Teufel geht von Platz zu Platz. Guarda, la Bibbia ha detto che il diavolo va posto su posto. Was macht er? Sucht, wem er kaputt machen kann. E lui cerca di distruggere. Aber was Gott hat gesagt? Ma cos'è che ha detto Dio? Bete. Prega. Er wird von euch fliehen. E lui volerà via da voi. Das hat die Bibel uns gesagt. Questo ci ha detto la Bibbia. Etwas muss passieren. Quindi ciò significa che qualcosa deve succedere. Was passiert ist? Quello che succede però. Nur was du mit Gott möchtest, kann passieren in deinem Leben. Solo ciò che tu desideri con Dio che succeda. Wenn du das wirklich möchtest. Se tu lo desideri davvero. Wir werden erstmal Jakobus Kapitel 3 Vers 16 gucken. Leggiamo nella lettera di Giacomo 3 verso 16. Der war schon gesagt hier. La Bibbia ci ha già detto. Wo neid und Streitsucht herrschen, da gerät alles in Unordnung. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. Da wird jeder Geheimheiten Tür und Tor geöffnet. Alle verschiedene Türen wird geöffnet. Ogni porta sarà aperta. Wird alle verschiedene Arten von Türen geöffnet. Ogni tipo di porta verrebbe aperta. Deswegen ich möchte, dass du wir alle versuchen zu wissen, wie geht mit meiner Eifersucht um. Quindi io desidero che ognuno di noi capiamo come va con la mia gelosia. Wir müssen lernen täglich das zu kontrollieren. Dobbiamo imparare.